meine lieben Bücherfreunde, heute stelle ich euch beim ersten Adventskalendertürchen eine Thriller-Reihe vor, nämlich die Wayward Pines-Reihe von Blake Crouch. Und ich habe stellvertretend den ersten Band Psychose hier in der Hand. Es ist eine Trilogie, die auch noch besteht aus Wayward und Die letzte Stadt. Aber bei mir ist nur der erste Band als haptisches Buch eingezogen. Die anderen Bücher habe ich als E-Book gelesen. Ich bin ja zufällig über diese Reihe gestolpert, wusste auch gar nicht so richtig bei dem Cover, was mich erwartet. Es hat mich aber wahnsinnige Spannung erwartet und ich habe alle drei Bücher innerhalb einer Bücherwoche weggesuchtet. Wir sind hier mitten im Nirgendwo in einem kleinen Städtchen in Wayward und der Secret Service Agent Ethan Burke, der soll zwei Vermisste aufspüren, unter anderem auch eine Kollegin von ihm. Er ist in dieser Stadt und es kommt ihm alles ein bisschen merkwürdig vor und er weiß nicht so richtig, wie er das finden soll, dass manche Leute recht unmodern wirken, dass es so still ist, dass man hier so ein kleines Örtchen hat, obwohl die Stadt eigentlich viel Größeres anmuten lässt. Und dann geschehen auch noch Dinge und auch, er kann, wo er eben auch nicht nach außen telefonieren, kommunizieren kann, wo er auch seinen Sheriff nicht erreicht, wo Leute nicht so richtig wissen, wer er ist und es gibt ganz viele Fragezeichen und er merkt recht schnell, dass in diesem Städtchen irgendwas anders ist, dass etwas komisch ist und in der Trilogie kommen wir so langsam dahinter, was es hier in Wayward Pines auf sich hat. Die Trilogie ist wohl auch verfilmt worden, ich habe aber die Serie noch nicht angeschaut, weil ich ja kein so großer Fan des Hauptdarstellers bin und ich dachte, ich lasse mir die Thriller-Reihe in meiner Fantasie sozusagen nicht kaputt machen. Es war eine wahnsinnig spannende Trilogie. Es löst sich im ersten Band schon ein bisschen des Geheimnisses. Es gibt im zweiten Band auch wieder so ein Überthema, dass man eben sagt, man möchte da dranbleiben. Und im dritten Teil haben wir natürlich ein großes Finale, was wirklich spannungsgeladen ist, was eine wahnsinnige Sogwirkung hatte, was wirklich uns Charaktere nahegebracht hat, besonders unseren Special Agent, der einem auch so ein bisschen ans Herz wächst, auch seine Verzweiflung, gerade auch im Band 1, wo man ja mit ihm in diese Stadt kommt, wir ja eingeführt werden, wir nicht mehr wissen, wie er selbst, wir dahinter kommen, was tickt hier irgendwie merkwürdig, zu was sind Menschen auch fähig, was passiert, wenn sie eben in einer anderen Art von Leben sind, als sie es eigentlich gewohnt sind und eben auch zu was Menschen fähig sind, zu was er selbst irgendwann fähig sein sollte, müsste, könnte. Es war sehr spannend, es hatte tolle Charaktertiefe, es hatte auch so ein bisschen was Stranges, also was Merkwürdiges, was man nicht so richtig greifen konnte im Hintergrund. Es war nicht alles logisch, nicht alles so, wie man es mit auch Logik einfach erklären kann, aber das hat mir besonders gut gefallen. Zudem war es eben auch super spannend zu erfahren, warum man aus dieser Stadt nicht mehr herauskommt, was dahinter steckt und eben auch so die Menschen, die im Hintergrund sozusagen agieren, warum, weshalb und wie das so weit kommt. Ich habe mich sehr wohl in dieser Thriller-Reihe gefühlt. Es ist kein blutiger Thriller, es gibt so manche gewaltvolle Szene, es gibt natürlich auch so, wo die Menschen eben einfach so ein bisschen als Mob agieren und das geht ja in der Regel nie so richtig gut aus. Solche Szenen hat man, es ist aber nicht blutig, es wird nicht draufgehalten. Es wird auch keiner irgendwie groß zu Tode kommen, sage ich jetzt mal so. Es ist hier eher so dieser Psychothriller, der eben auch mit den Ängsten zwischen den Zeilen spielt. Und das, finde ich, ist hier wirklich sehr gelungen. Also ich hatte eine grandiose Woche mit diesen drei Büchern. Es war volle Sogwirkung, es war packend. Es hatte Wendungen, die ich nicht habe kommen sehen. Auch jetzt, wo ich selbst nochmal so ein bisschen das Revue habe passieren lassen, dachte ich wirklich, auf wie viele Dinge ich nicht gekommen wäre, die ich mir sozusagen in meine Notizen geschrieben habe. Es war eine großartige Thriller-Reihe und nicht umsonst steht der erste Band auch hier. Er stand ursprünglich schon da. Ich habe ihn sozusagen behalten, weil mir die Reihe dann einfach so gut gefallen hat. Und ich hätte nicht gedacht, als ich das Buch in Händen hielt, als ich das Cover gesehen habe, dass das wirklich so eine Reihe wird, wo ich sage, ich muss hier alles wegsuchten, weil besonders auch die Wendungen, das war so innovativ, es war anders, es war einfach auch großartig erzählt. Blake Crouch, den ich von Dark Matter, glaube ich, heißt das Buch, habe ich das vor 2-3 Jahren gelesen. Dark Matter, der Zeitenläufer. Damit hatte er mich damals schon gepackt. Die Reihe ist aber vorher erschienen. Geht auch in eine ganz andere Richtung. Es ist hier nicht ganz so viel Science Fiction, als es bei Dark Matter der Fall war. Aber der Autor schafft es einen einfach bildhaft, die Geschichte nahezubringen. Und besonders eben, weil wir hier genauso in diese Situation hineinstolpern, wie unser Protagonist und wir in kürzester Zeit
ganz intensiv auch bei ihm dabei sind. Also die Geschichte dauert, glaube ich, nicht länger als 2-3 Wochen und ist in dieser Trilogie enthalten. Und Dinge passieren wirklich in einem wahnsinnig schnellen Tempo. Und das hat mir unglaublich gut gefallen. Also eine Reihe, die ich noch sehr positiv in Erinnerung habe, wo ich wirklich auch Lust hätte, sie irgendwann mal zu rereaden und einfach nochmal vielleicht aufs Hörbuch zurückzugreifen. Aber sie hat mir so große Freude gemacht und sie war packend, spannend, innovativ, anders als erwartet und ja, auch wirklich mit diesem coolen Cover vom ersten Band. Ich glaube, hier ist Band 2 und 3 auch enthalten. Sie gehen so ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Ich hoffe, es spiegelt nicht so sehr durch die Softbox. Aber eine großartige Reihe, die Wayward Pines Trilogie, hat super, super viel Spaß gemacht. Und das war jetzt das erste Türchen des Adventskalenders. Ich danke euch fürs Zusehen, wünsche euch einen wunderbaren Tag und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.